Guten Abend hier am mittlerweile 22. September 2020. Ich befinde mich jetzt hier im Erdgeschoss unseres späteren Einfamilienhauses. Der Rohbau ist ja soweit abgeschlossen. Die Fenster sind eingesetzt worden, schon vor einigen Tagen letzte Woche. Und aktuell bin ich jetzt hier eben in erster Linie am Schlitzen und am Eingipsen. Also geschlitzt ist hier auch schon viel. Man kann ja die Wände sehen, da ist eine Menge Arbeit noch zu tun. Ich will hier überall Leerrohre einziehen. Ich will hier überall Unterputzdosen einsetzen. All das muss eingegipst werden. Das kostet Zeit. Rein beruflich bedingt komme ich hier unter der Woche meistens erst am Abend, am späteren Abend hin. Daher muss ich hier eben immer mit Licht arbeiten, weil es, wie gesagt, hier ab 6:30 einfach schon finster ist. Selbst hier, wenn ich jetzt ohne Licht arbeite, sieht man quasi kaum mehr etwas. Ich habe mich hierfür LEDs zugelegt oder eine Beleuchtung zugelegt. Eigentlich war die gedacht für den Dachstuhl. Also das sind hier so Feuchtraumröhren, die wollte ich am Dachstuhl installieren, um auch später da Licht zu haben. Aktuell bin ich aber nicht so oft vom Dachstuhl, da brauche ich das Licht jetzt in dem Sinne nicht. Daher werde ich die jetzt provisorisch, sage ich jetzt mal, hier im Erdgeschoss aufhängen, ein paar später auch noch im Obergeschoss. Und ja, könnt ihr halt quasi in der Zwischenzeit, bis ich sie dann eben wieder demontiere, bis wir dann soweit sind, kann ich die jetzt eben dazu benutzen, um hier die Baustelle auszuleuchten, um eben auch in den Abendstunden hier arbeiten zu können. Rein technisch gesehen ist das jetzt wenig interessant. Also das ist jetzt hier so eine Standardröhre, die ist in dem Fall schon auseinandergebaut. Da gibt es halt den Plastik, das Gehäuse, das eben an die Decke oder an die Wand geschraubt wird. Dann irgendwie so eine Metalleinlage, die halt diese Sockel vor allem beherbergt. Und unten drunter gibt es eine Installationsebene für Kabel. Da wird dann hier mit so Lüsterklemmen einfach die Leitung angeschlossen. Und dann gibt es halt hier nochmal so ein durchsichtiges Plastikgehäuse außenrum mit einer Gummilippe, die das Ganze abdichtet. Grundsätzlich sind das ja vom Aufbau her so klassische Röhren, die man hier einsetzen würde. In dem Fall ist das aber nicht geeignet für T8-Röhren, wie es hier zu sehen ist, sondern eben für G13-LED. Also das sind quasi LED-Röhren in dem Fall. Die sind so diesem vom Formfaktor, vom Sockel her eben diesen alten Röhren, wie man sie kennt, nachempfunden. Aber rein technisch sind da eben LEDs. Das sind auch überhaupt keine Vorschaltgeräte, gar nichts. Also das ist direkt durchverdrahtet, wenn man sich das mal anschaut. Das macht es halt im Betrieb besonders einfach und irgendwie gibt keine Probleme mit den LEDs. Also man sieht hier, wie gesagt, diese Lüsterklemme, da wird die ankommende Leitung angeschlossen und dann ist das eben direkt zum Sockel durchverdrahtet auf beiden Seiten und im Endeffekt war es das schon. Und dann hängt man da halt die Röhre rein. In meinem Fall habe ich da jetzt auf zum Tageslichtröhren gesetzt, wie gesagt. Und jetzt installiere ich das Ganze mal, damit ich eben hier ein bisschen was zu sehen bekomme. Und dann kann ich hier auch mit den eigentlichen Arbeiten, um die es gehen soll, eben weitermachen. Es werde Licht und es wurde Licht. Also man kann das sehen, das leuchtet hier ordentlich hell, zum Teil überfordert das hier auch so ein bisschen die Kamera vom Kontrast her mal wieder. Und das Licht, das ist so ein ordentliches, ja, das wird natürlich als Tageslicht irgendwie verkauft oder beworben. Das ist halt 6.500 Kelvin, 2200 Lumen. Man kann das hier sehen, das ist eine Osram-Röhre, beziehungsweise zwei davon eben, mit ja, insgesamt dann über 4000 Lumen. Das macht schon ordentlich was her. Ich mag eben diesen neutralen Weißton sehr gerne. Ich bin jetzt kein Fan von irgendwie so Kerzenschein, so warmweiß und so, das ist nicht so meine, mag ich nicht, zum Arbeiten nicht, aber auch am Abend nicht so mein Fall. Jedenfalls habe ich jetzt hier eben diese eine Lampe montiert. Im Video, das glaube ich, flackert so ein bisschen, aber mit dem bloßen Auge sieht man da jetzt nichts, wenn man hinguckt. Aber es kann sein, dass es hier jetzt bei der Kamera, die hat so ein Anti-Flicker und wenn die sich nicht richtig synchronisiert, dann kann das sein, dass das ein bisschen flackert. Aber vor Ort schaut das tatsächlich ordentlich aus und für die Arbeit jetzt an der Wand sollte das ausreichend sein. Und ich werde jetzt halt in den nächsten Tagen, wenn ich hier so ein bisschen mich durchs Geschoss bewege, dann auch hier um die Ecke irgendwie nochmal was montieren und halt auch in den anderen Zimmern und Geschossen, überall da, wo ich halt irgendwie Licht brauche, werde ich hier am Anfang eben so eine Lampe montieren. Die kann sich dann, macht sie dann eben bezahlt, hoffentlich mittelfristig zumindest, bevor man sie dann demontiert und dann halt am Dachgeschoss einsetzt oder in der Garage oder wo auch immer ich die dann eben verbauen werde. Von der Leitungsführung her habe ich mir jetzt bisher auch noch keine Mühe gegeben. Da fehlt mir so ein bisschen das Material, um das an der Decke zu führen bzw. zu befestigen. Da geht jetzt einfach hier so eine Leitung weg und geht da hinten irgendwo in die Steckdose.
Das ist soweit okay für heute. Wie gesagt, das ist ein Provisorium, um halt hier jetzt loslegen zu können. Ich mache mich jetzt eben drauf und drüber hier an das Eingipsen. Auch das ist natürlich keine große Kunst, aber bei der Anzahl an Dosen ist das halt einfach eine Fleißarbeit. Da mache ich mich jetzt drüber, werde hoffentlich diesen Abend zumindest mal hier alles soweit vorbereitet haben. Und ja, wir sehen uns dann sicherlich bei einem der nächsten Videos wieder. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.